Da sind wir zurück. Bei The Evil Within. Wow, hängen mit der Sound bei dir auch gerade nach? Ja, also volle Hütte. Okay. Ja, wie gesagt, wir sind zurück auf dieser wirklich traumhaft performierten Brücke. Ja. Ja. Und ja. Wir sind dabei, uns immer noch sneaky Verbandzeug zu holen. Wer ist denn jetzt hier noch im Leben? Wahrscheinlich dahinter. Und. Psst. So. Das ist auch ein bisschen. Ja, schon gesehen. Fährt erstmal ein paar Tonnen treten. Fick dich! Alter, Tonne. Das ist eine scheiß große Tonne. So, alter Vater. Man will sich gerade von dieser Brücke stürzen. Ja, weil. Alter. Na! Na! Hat er es jetzt genommen? Ich sehe hier nichts. Fick ja, dich, Kamera. Genommen. Blutstillender Verband. Was ich geil finde, der liegt halt so auf dem Sitz. Anstatt hier irgendwo in den Regalen. Gibt's kann ich das hier noch lesen? Oh, ein Kartenfragment. So, das war nichts zum Lesen, sondern nur ein Kartenfragment. Gibt bestimmt auch blutverursachende Verbände. Ja. Also, da sind dann noch so Glasscherben drin. Ernsthaft? Ich glaube, er sagt ja. Ja, so fühle ich mich gerade. Wer muss jetzt bis gucken, von wo der ballert? Ah, da. Mit seiner Deep Music. Rambo-Style funktioniert nicht. Ich muss an das Maschinengewehr. Ja, will ich gerne. Hier. Dann geh rauf. Oh, Sebastian, du bist so ein Lutscher. Ganz ehrlich, deine Mutter lutscht so hart Dicks, Junge. Das ist echt schon nicht mehr fröhlich. Ja, Motherfucker. Dreckiger. Ja, Mann. Ja. Was ist nur falsch bei euch? Fresst Scheiße, Bitches! Ich sagte, fress Scheiße! Ist alles in Ordnung? So wütend bin ich! Das macht Spaß. Ganz ehrlich, das ist das mega Lebste, was bisher in dem Spiel passiert ist. Blei! Bitches! Yeah. Oh oh. Verpiss dich. Das ist das Crank Reaper. Brücken-MG-Massaker. Bitte schnell, kann ich jetzt gehen? Jo, alles klar. Skill. Andersrum. Ich weiß, hier war noch irgendwo Patronen. Ah, und streichelt her. Okay, auf geht's. Ja, ich laufe schon. Oh, oh. Yeah. Oh, Grütze, warte mal. Die muss ich auch noch mitnehmen. Oh, da ist nichts mehr. Oh doch, jetzt ist wieder nachgeladen. Du bist King. What? Ich habe mich nicht erschrocken. Munition alle. Deine Mutter ist gleich alle. Fickt euch! Hier, Junge. Oh. Wie er die Eiskalt in den Kopf gekriegt hat. Fick dich! Und fick dich! Und fickt euch! Oh. Ach, hier für deine Mama. Sehr geil.
So muss das laufen. Geil, die hat eine Kugel. Oh. Sie hat eine Kugel. Crank Reaper muss erstmal ein wenig in die Luft schießen. Auf die Knie, Bitches! Geil, Triple Kill. Wo? Die wollen den Wagen aufbocken. Ah, du hast ihn geblendet. Ja. Bitch! Sehr geil. Wie auf dem Schulhof. Warum ist das so ein Ficker? Ha, der kann nichts machen. Hab ich irgendwas, um ihn hinzurichten? Ein Refuel. Okay, ganz aber lang. Er ist dumm, er hat nicht das Rifle genommen. Nicht das MG genommen. Lauf doch mal vernünftig, Junge. Fick dich. Hat sich, glaube ich, in die Hosen geschissen. Bei der Fresse hättest du es wohl auch. Ja. Ach, du und deine komische Waffenbelegung, die du ändern musstest. Meine Fresse, Alter. Oh. Hier für deine Mom. Mhm. Hier ist jetzt mit. Richtig schön warm. So, ich wollte dich vorhin mitnehmen. Da sucht hier noch jemand Streit? Was ist los? Oh. Oh, Money. Noch mehr Money. Liegt hier noch was? Ja, hier lag noch was. Ah. Das ist schon ein bisschen Money. Und so, und jetzt, Bitch, mach die Tür auf. Ich bin's. Nice. Falscher Verband. Mhm. Ist der, der das Blut abpumpt, weißt du? Mhm. Scheiße. Wir müssen hier raus. Ich fahr einfach durch. Oh, geil. Ich lenke. Komm her, Bitches. Nein, vor allem wird's geil. Dich nehme ich mit, Wichser. Das hier für deine Mama. Drive Club Zombie Style. Ja, Mann. 1000 Punkte, Junge, die sind doch drin, oder was? Oh, verdammt. Oh, Ruvik. Den nehme ich mit. Heute nicht. Warum guckt dein jedes Mal so angepisst? Wenn deine Schwester verbrannt wäre und du einen Schwesterkomplex hättest, wärst du vielleicht auch angepisst. Möglich. Ich weiß, wer der Babo ist. Oben, Alter. Mhm. Die Häuser sind nicht sehr solide. Auf keinen Fall. Oh, guck mal hier. Der kann schlucken. Das ist bei dir noch falsch, Junge. Ich hab nicht die Schläuche im Mund, die hatte er. Mhm. Du schluckst gleich mal was von ihm, sag ich dir. Das war die Scheiße. Nee, es ist gepedelt, Junge. Nee, es ist gepedelt. Nice. Hoffentlich wird's gut. Opfer. Das Kapitel ist nach dir benannt. Viva! Oder ist das Kapitel das 13. Opfer? Nein, Kapitel 13. Opfer. Das war ja auch, sonst wäre es ja auch gewesen, Kapitel 12. Vater. Ja, das ist wahr. Kidman. Verabschiedet sich gerade. Fährt schon mal vor. Sucht schon mal einen guten Parkplatz. Mhm. Da ist ein Kasten Bier. Willst du mich? The Brain. Angie. Sehr geil. Das finde ich natürlich sehr, sehr gut. Kannst du nochmal drücken? Ja, das hatte ich vor, aber erstmal. Ne, ihr geht dann nicht. Aber hier sind ein paar Lutscher im Bild.
Irgendwo. Ja, irgendwo. So, bevor wir uns aber nach Kidman umsehen, würde ich gerne gucken. Da muss ich hier weiter. Sieht aus, als müssen wir hier weiter. Ja. Also gucken wir erstmal Kidman Day. Da ist ein Eintrag. Und hier ist eine Tür. Das kann ich dir sagen, dass wir hier gleich irgendwo in einem Safe Spot sind. Ein paar Riesenstreiche. Zum Beispiel hier. Ja. Müssen wir hier weiter, Alter, ist das ein scheiß Gebiet. So, aber gucken wir erstmal. Den Eintrag an. Tagebuch von Sebastian Castellanos, 1. September 2012. Myra ist weg. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr von ihr gehört. Ich hab's den anderen erzählt, aber die halten mich für verrückt. Ihr Auto, ihr Computer und einige ihrer Sachen sind fort. Keine Anzeichen von falschem Spiel. Alle glauben, dass sie mich verlassen hat. Sie reden über meine Trinkerei. Als ob die etwas mit Myras Verschwinden zu tun hätte. Sie verhalten sich auch nicht so, als wären sie verschwunden. Sie behandeln mich, als wäre ich schuld, dass sie mich verlassen hat. Aber ich weiß, das hat sie nicht. Jemand hat sie mitgenommen. Sie war irgendwas auf der Spur. Aber was? Dem Spiegelzerstörer. So ein harter Killer, Junge. Der kommt nachts, um deine Spiegel zu zerstören. Und normalerweise tötet er keine Menschen. Seitdem du siehst ihn dabei, dann muss er dich töten. Ja. Er will keine Zeugen. Niemand darf sein Geheimnis erfahren. So sieht's nämlich aus. So. Alter, mega die Ghetto-Anstalt hier. Dreck auf dem Boden. Ob hier der Zerfall dieser quasi Zwischenwelt den Zerfall deines geistigen Wesens darstellt? Das ist ein sehr guter Gedanke, den ich auch gerade hatte, tatsächlich. Anwesen brennt ab. Jahrhunderte altes Anwesen abgebrannt. Verdacht auf Brandstiftung. Das Victoriano-Anwesen ist vollständig abgebrannt. Es wird von Brandstiftung ausgegangen. Der Aufenthaltsort des zurückgezogenen lebenden Besitzers ist unbekannt. Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Hast du es gesagt, Pseudo-Myra? Also ich habe dein Spiel nicht durchschaut. Beach. Es wird aber niemand vermiest. Haben wir hier irgendwo einen Schlüssel gefunden? Ich glaube. Also hätten wir wahrscheinlich schon letztes Mal abgegeben, ne? Ich denke auch, ja. Wir gucken trotzdem mal. Der Rollstuhlgeist. Ich finde das schön, dass er denkt, er ist auf den Rollstuhl angewiesen, obwohl er es nicht ist. Nehmen. Keine Schlüssel. Nein, keine. Aber immerhin ist das Fach jetzt zu. Ja, so sieht es aus. Was sagt das Karten, die Karte an sich? Er sagt hallo. Die sagt, ich bin schick. Ich würde gerade sagen, also so viel würde ich jetzt mir nicht sagen. Ich glaube, Alter, wir haben fast alle gefunden, bis auf die am Anfang. Hätten wir die alle gefunden, wäre die Karte wahrscheinlich schon vollständig. Nice. Fast vollständig. Ja. Interessant. Ja, was soll it? Was soll it? Bam, Junge. Aber vielleicht ist das auch noch was für gute, alte, so Hunter, Loot Hunter, Achievement Hunter. Wenn es um Loot geht, wäre ich dabei. Waffenjunge, Alter. Waffen. Was ist das? Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit. Ja, hier können wir noch die Munitionskapazität haben, können wir nicht mehr erhöhen, ne? Also, ich meine, das ist vom Ektoplasma her. Nee, können wir alles nicht machen. Feuerrate, boah, eigentlich bin ich das mir das sogar. Genauigkeit. Knall rein, Alter. Ja, das ist doch eine gute Wahl. Denke ich nämlich auch. Was ist das Feuerrate? Ja, ich will das nicht für so einen Schwachsinn ausgeben. Nee. Was haben wir bei Reserve? Ordentlich Wucher. Ja, oder abgeschlossen. Mhm. Das ist das Explosion, Logischkeit, Bolzen. Blendbolzen ist ganz gut. Auf jeden Fall. Weil dann können wir, wenn die nämlich geblendet sind, kannst du dich nämlich von hinten anschleichen, genau. Ja. Obwohl du bei dem einen sogar von vorne anschleichen konntest. Ja, aber es muss halt Stealth-Kill-mäßig angelegt sein. Ja. So, dann speichern wir das nochmal. Da wird uns, denke ich, nicht ohne Grund nach dem letzten. Was? Gefurzt? Nein. Was wohl der Nachbar? Also nicht der, dass er gefurzt hat, sondern dass er irgendwie gebohrt hat. In seinem Po. Alter, was ist denn falsch bei dir, Mann? Was ist das? Bist du von Furzen ausgegangen? Alter,
Sock Madness möchte seine Nachbarn vergewaltigen. Absolut. Widerlicher Penne. Hm, hier könnte man ein nettes Päuschen machen zum Rasten. Ja, kannst du aber nicht. Was soll ich sagen? Ich hab's versucht. Das Spiel sagt nein. Hm. Gucken wir erstmal, dass Myra geworden ist. Nichts Gutes. Vielleicht kommt er jetzt ein bisschen aus Myra, sage ich schon, aus Kidney. Ich würde sagen, eine Joseph, Figur. Joseph, wie sieht's aus? Wir müssen nach unten. Das habe jetzt ich gesagt. Bist du auch der Meinung, Joseph? Diese Stadt hat mir alles genommen. Er ist Batman. Geh weg. Myra. Das wird trotzdem Kidman. Aber du bist auf der Suche nach Myra. Ich bin auf der Suche nach dem gestrigen Tag. Wegen meinem Alkoholexzessen. Hm. So, luschen wir erstmal. Kann ich dich kaputt machen? Ja, geht doch. Kein Loot? Nein. Kein Loot. Die sagen sich, du brauchst kein Loot. Du bist sonst nur snobby. Ja, ich habe kein Problem damit, ein Snob zu sein. Wenn das heißt, dass ich Loot habe. Mhm. Liegt hier noch ein Foot rum. Ja, ist vielleicht der von Mary Poppins. Wenn wir uns anstellen, können wir fliegen. Hm. Wäre eigentlich geil, hätten die irgendwie hier sowas eingebaut. Wir haben bisher noch kein irgendwie geiles Easter Egg oder so gefunden, ne? Nee. Bisher noch nicht, nein. Ich bin nur ehrlich, ich weiß nicht, ob es hier eins gibt. Oder ist so, es ist uns nicht aufgefallen, weil wir es nicht kannten. Ja, das kann auch sein, aber nur ein gutes Easter Egg musst du nochmal erkennen können. Kann ich das Ding nicht öffnen, Alter? Ich bin Dieb. Ich meine, ich bin der Polizist. Die kann ich nicht. Flatter. Oh ja, sehr, das ist technische Performance, sage ich euch, Leute. Ja. Das ist richtig hart, der Wind. So, okay, auf geht's. Woo! Ich gehe schon mal nach unten. Mhm. Ich kann nicht runterspringen, schade. Judy, dann gehen wir mal hier lang. Okay, mal gucken, was hier richtig performös auf uns wartet. Ein Kontrollpunkt. Ist das Säure? Ja, sie will mich ficken. Halt hin. Hier waren noch ein paar Feinteile. Ja, ich weiß mal, ich muss hier was weg. Oh, 15 Feinteile. Nice. Ist es vielleicht in diesen Automaten, das was wir, oder die ganze Zeit, diese Grütze, die wir finden, Brain Energy? Wer weiß? Die Möglichkeit besteht natürlich. So, schön, das Gute. Ganz ehrlich, das ist so creepy, das würde ich mir auch in die Wohnung hängen, weil der Besuch dich jedes Mal fragt, was ist denn falsch bei dir? Ja. Warum hast du so ein... Hm. Alter. Ehrlich? Ihr will mich doch gleich wieder etwas... Ja, ich wusste es. Ja, komm da raus, die Kinder der... Hallo. Drecks, Alter. Jemand zu Hause? Exit. Eine UFO-Lampe. Hübsch. Gott. Was kann denn so eine Verwüstung verursachen? Deine Mama. Gott. Ist das eine U-Bahn, die da aus dem Boden guckt? Ja, aber schau, wie sie liegt. Wenn wir es bis dahin schaffen, könnten wir mit ihrer Hilfe rüberkommen. Guck mal, wie sie da liegt. Wie liegt sie denn da? Wie eine Schlange. Ich dachte, du sagst jetzt was anderes. Oder wie eine U. Muni! Yeah. Das geht abwärts. Yeah! Oh, so scheiße. Hä? Ach so. Nein! Das können wir nicht mehr mit dem Zug fahren. Wäre witzig, wenn das jetzt aus dem Fahrstuhl gekommen wäre. Oder wir hier drin gewesen wären. Ah! Alter! Ey, Alter, dieses Spiel mit seinen komischen Sequenzen, ne? Ach, das kann sich ficken. Entschuldigt. Warte. Ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Wir treffen uns weiter unten. Der uns jetzt den Fallschirm springt, der war runter. Oder so ein Seil. Mhm. Oder das Treppenhaus gefunden. Oder das. Ich finde es auf jeden Fall immer sehr, sehr logisch, sich in solchen Scheiße. Situationen zu trennen. Erst Kidman, dann. Ja? Oh, Alter. Was? Hörst du das nicht? Du meinst dieses...
Und dann hat das. Nee. Ja, wie wär's denn auch, wenn du einfach mal die Kopfhörer unter die Mütze packst? Weißt du, nee, ich hab das. Weißt du, das macht Sock Madness immer. Er tut so, als wäre er richtig der harte Gangster, packt aber die Kopfhörer so über seine Mütze, damit er es nicht hören muss. Wie ekelhaft das alles hier ist. Ja, so einer ist er nämlich. Jetzt höre ich es auch. Ja, jetzt bin ich auch schon so gut wie. Ey, geh doch mal weg, hier spinnen jetzt. Bei mir war nur dies. Oh. Komm mal mit, mein Freund, wir müssen uns unterhalten. Hm? Der muss jetzt ins Backoffice. Okay, aber erstmal Energy. Hey, gib mir. Okay. Wie auch nicht. Der ist schon kaputt. Junge, bist du retarded? Mach die Scheiße hier auf. Ja. Arbeite für dein Geld, Junge. Ja. Also wir müssen uns die ganze Zeit deinen Arsch angucken und du machst einfach nichts. So. Aber es ist auf jeden Fall schön, mal ein paar gute alte Freunde hier zu treffen. Ja, du musst das jetzt auch nicht machen. Wie ist er da durchgekommen? Hat der Typ. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Nein, lauf. Nice. Du? Erstmal ein paar Fallenteile mitnehmen. Oh ja, das ist natürlich sehr schön gut. Jetzt haben wir wieder gute Fallenteile. Jetzt sind wir wieder die Kings mit dem Fallenteil. Das, oh ja. Nice. Kann ich mich hier irgendwo hinsetzen, reinschillen? Oh, da war noch was. Nice. Er war sogar ein fetter. Ein Big Pack. So. Dann denkst du, Draht, ich hab dich nicht gesehen? Ja, ich wollte es gerade sagen. Nice. Ist das dein Ernst, Ruben? Oh. Ist das der echte Ruben? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist Fake Ruben. Okay, da kommt keiner rausgestiefelt. Ja. Jemand zu Hause? Was ich halt nicht weiß, wo Fake Ruben lang ist. Der schnüffelt schon wieder eine Runde. Soll er mal die Maske abnehmen, kriegt er besser Luft. Der ohne Maske ist ja kein harter Gangster. Okay, der ist weg. Der hier ist tot. Sagte, du bist tot. Stirb doch mal. Danke. Hau rein. Na, Glück gehabt, der wollte sich gerade umdrehen. Ja, ach, der wollte sich nicht umdrehen. Der hat das so getan. Okay. Wo denn jetzt schon wieder? Wahrscheinlich von da vorne. Ja, ich gehe davon auch aus. Oh, geil. Alter, Sebastian, du bist so ein Held, ey. Ja, da kann ich in diesen Koffer greifen. Nee, muss er vom Boden aufheben. Ja. Auf dem Nachttisch an Wand. Ja, einen Moment. Ich muss erst mal wissen, wo hier der scheiß Gegner hockt. Ha, der ist in die Falle gelatscht, nice. Aha! Idiot! What? Der Typ hat mich mit so einem scheiß Sprengkörper befleckt. Ficker! Das ist ein harter Typ. Ach Gott, Alter. Kannst du gleich erstmal eine Pause machen? Ja, das auf jeden Fall. What the fuck? Oh, diese schönen Lippen. Okay. Gut, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Tschüss.